So, hallo und herzlich willkommen. Heute wieder eine Runde DayZ Standalone. Und für die einen oder anderen werden vielleicht schon direkt erkennen, was hier los ist, beziehungsweise ihr werdet den Videotitel gelesen haben. Es geht um den Stalker Area of Decay RP Server. Der erste deutsche und bisher auch einzigste, der offiziell mit den russischen Server-Mods zusammenarbeitet und alles eben abgesprochen ist und quasi den ersten offiziellen deutschen Server erstellen. Die Leute von Psychopass haben das ermöglicht. Ich werde euch auf jeden Fall die Links und alles in die Videobeschreibung packen. Ich war ja schon ein bisschen unterwegs. Es ist gerade noch die Closed Beta. Das heißt, es wird alles getestet, das Balancing und eben alles. Ja, es ist ziemlich nice für die ganzen Stalker-Fans da draußen. Ich glaube, es gibt in Arma 3 gibt es den Mod, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob es da einen deutschen Server gibt. Aber ich meine, es gibt auch noch einen russischen, da habe ich auch schon drauf gespielt und da habe ich halt gar nichts gecheckt, weil halt wirklich alles mit Russen voll war und mein Russisch nicht so gut ist. Ja, ich habe mir einen Charakter gemacht. Man muss sich hier auf dem Server whitelisten lassen übers Discord. Dazu habe ich ein Video gemacht. Wenn ihr auf den Server joinen wollt und in der Closed Beta eben auch testen wollt, könnt ihr euch das Video anschauen. Packe ich euch auch in die Videobeschreibung. Atmosphäre ist richtig nice. Es wird noch mehr und viel Content kommen natürlich. Ist jetzt gerade noch nicht so viel drauf. Es gibt Zombies und die Landschaft ist übertrieben nice. Und ja, ich müsste mal was essen. Habe ich was dabei? Ich hau mir mal eine Birne rein. Ist ein RP-Server, also kein Kill on Sight. Regeln findet ihr auch auf der Seite Psychopass. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt auf viele Begegnungen hier. Reicht es an Essen? Haben wir noch was dabei? Eine Cola, ein paar Pfirsiche, ein Snickers können wir uns noch kurz reinhauen. Und ja, ich hatte schon einige Zusammentreffen mit Zombies. Und landschaftstechnisch einfach, die Map ist geil. Es ist die originale Exclusion Zone Map. Also auch kein Nachbau oder irgendwas. Das haben die Leute echt nice abgecheckt. Alles eben aus offizieller Hand. Und eben auch noch ein deutscher Server, was ziemlich nice ist. Also schaut auf jeden Fall mal auf dem Server vorbei. Für alle Stalker-Fans eh ein Muss. Und dann schauen wir mal rein, was wir jetzt hier so finden. Busch zerschneiden. Ich bin das ganze Crafting und alles, da bin ich ein bisschen raus bei DayZ. Ich habe eben DayZ Standalone schon eine Weile nicht mehr gespielt. Aber ich würde jetzt auf jeden Fall, habe gerade Lust, wieder ein bisschen mehr zu spielen. Auch eben generell, weil halt die gemoddeten Server kommen. Da ist halt auch, die retten halt im Prinzip dem Grundspiel den Arsch, die Modder. Und das feiere ich auch extrem. Wenn ihr da sonst noch einen generellen DayZ Standalone Survival Server, kein PvE oder irgendwas, habt einen guten, schreibt es auf jeden Fall mal auch in die Kommentare. Da wollen ich mit ein paar Mates mal vorbeischauen. Sollte halt auch nicht so übertrieben viel Loot geben, sondern einfach ein gut balancierter Server. Es gab mal, war das in Arma 3, ein Server eben, der war wie in Arma 2 quasi Epoch. Das war mega nice mit den Fahrzeugen und alles. Sowas wäre natürlich der Hammer. Oh, da höre ich einen Zombie. Holen wir mal das Messer raus, bevor wir dann, also ein Zombie zu töten, ist mit dem Messer relativ okay. Mit Pistolen oder Waffen muss man natürlich vorsichtig sein, weil die sehr laut sind. Wo ist der? Shit, die Geräusche sind halt richtig creepy. Schreibt auf jeden Fall Kommentare, ob ihr euch den Server mal reinzieht oder was ihr davon haltet. Kann ich hier was? Okay, kann nichts trinken, außer vielleicht Erde. Wo kam denn das Geräusch her? Holy shit. Also es wird auf jeden Fall noch viel dazukommen auf dem Server. Ich werde dann, denke ich, auch mal ein Update-Video dazu machen. Und euch auf den Laufenden halten. Okay, ich habe jetzt nichts gefunden. Wir gehen mal weiter die Straße entlang. Ich war schon, wo ich gespielt habe auf dem Server, war ich in so einem Untergrundbahnhof. Es war richtig krank. Also die Map ist wirklich der Wahnsinn. So stimmungstechnisch und Soundkulissentechnisch. Auf jeden Fall richtig nice. Vorne kommen ein paar Gebäude. Ah ne, da vorne sind die Bahngleise. Ich habe gedacht, dass da fängt jetzt... Oh shit. Holy crap, die Geräusche.
diese Stimmung, dieses Trostlose und Nebelige und diese Geräusche dazu sind richtig heftig. So. Jetzt würde ich aber gerne mal ein paar Häuser finden oder irgendwas zum Töten, damit ihr die Zombies auch mal seht. Ansonsten gebt natürlich gerne einen Daumen hoch. Schaut auch gerne auf dem Livestream vorbei auf twitch.tv/hangemau-live. Da kommen auch mit Sicherheit wieder Livestreams, DayZ Standalone oder andere Survival Games. Guck mal hier, die Sonne und die DayZ Engine generell ist, finde ich, so nice geworden. Auch so die Steuerung und alles ist nicht mehr so rakelig. Das haben sie auf jeden Fall ziemlich nice gemacht. Oh, da oben ist ein Zombie. Komm, dem sag mal jetzt mal Hallo. Und kurz die Ausdauer ein bisschen aufladen lassen. Einzige, was wäre noch vielleicht, aber ich glaube, das schreckt dann halt die meisten Spieler wieder ab. Wäre halt First Person Only. Und da ist noch einer. Jetzt schnappen wir uns mal den, ganz sneaky beaky. Hallo, Mr. Zombie. Wie gesagt, mit dem Messer sind die jetzt bisher noch nicht so ein Problem. Lootquelle ist auch gerade eben sind die Zombies. Oh, eine Flasche Wasser, sehr nice. Der Loot generell wird vielleicht noch implementiert. Es gibt Trader auf jeden Fall. Schleifstein, das ist glaube ich gut. Oh, und eine Orange, Rot. Roh, ja, es wäre schlimm, wenn die nicht roh wäre. So, dann gehen wir weiter. Da vorne ist noch einer. Ich werde mich vielleicht auch mal mit den Devs zusammenhocken und dann mal ein Video machen. Vielleicht einen Trailer oder eben alles, was implementiert ist, quasi in einem Video verpacken. So, ciao Zombitsch. Noch ein Schleifstein. Ich glaube, einer wird mir reichen. Ich hoffe, damit kann ich mein Messer wieder schleifen, wenn das mal kaputt sein sollte, weil das Messer ist halt eben derzeit jetzt noch das wichtigste Waffe, weil es eben lautlos ist und sehr effektiv gegen die Zombies. So, was hat der Kollege dabei? Nochmal ein Wodka. Ich weiß nicht, wie das ist beim Trader. Also was jetzt zum Beispiel so ein Wodka oder so beim Trader einbringt oder wofür man dann genau zum Craften nutzen kann. Wenn ihr da genauere Infos habt, schreibt es natürlich gerne auch in die Kommentare. Ansonsten würde ich jetzt mal sagen, wenn ihr mehr davon sehen wollt, gebt auf jeden Fall gerne einen Daumen hoch. Schaut gerne auch auf dem Server vorbei. Wie gesagt, das Video wird in der Videolink ist in der Videobeschreibung oder in den Kommentaren zu finden, wo ich euch erkläre, wie ihr auf den Server jetzt auch in der Closed Beta kommt. Ganz einfach, kein großer Stress. Und dann sage ich, ja, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.